So, hallo und herzlich willkommen zu diesem, ja, ihr könnt euch das schon ahnen, Walk the Dog. Irgendjemand wollte übrigens meinen Hund mal sehen. Da unten ist sie. Ja, an diesem Mittwoch gibt es natürlich eigentlich nur ein Thema, über was wir reden müssen, nämlich die Äußerungen von Herrn Sinn. Und keine Sorge, ich werde in diesem Video keine der üblichen lustigen Wortspiele verwenden, sondern nur meine Haare ordentlich machen. So von wegen, das gibt ja keinen Sinn und er redet Unsinn. Ach, das ist alles Quatsch, sondern auf die Äußerungen von ihm möchte ich kurz eingehen. Und zwar nicht als Besserwisser, sondern ich werde einfach mal meine Argumente auf den Tisch legen. Nicht meine, sondern die, die wir alle schon kennen. Und die Beurteilung möge dann bitte jeder selber machen. Ich glaube nicht, dass Herr Sinn dieses Video sieht, obwohl wir von ihm tatsächlich schon mal eine E-Mail bekommen haben, erstaunlicherweise. Oder dankenswerterweise, wie immer man das nennen möchte. Nun gut, also, worum geht's? Er hat in einem Interview, das er der Bild gegeben hat, der Bild, okay gut, wir wollten ohne Sarkasmus diese Sendung machen, dieses Video machen, und da hat er zwei zentrale Thesen ausgegeben, die eigentlich auch nicht neu sind von ihm, sondern die man eigentlich auch schon kennt. Und zwar These Nummer eins ist, es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn Deutschland schnell aus fossilen Energieträgern aussteigt, denn alles das, was wir an fossilen Energieträgern nicht kaufen, bleibt auf dem Weltmarkt. Wenn wir es nicht kaufen, würden die Preise sinken. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum, aber das könnt ihr mir sicherlich erklären. Vielleicht wegen gesunkener Nachfrage, was weiß ich. Das würde dann nur dazu führen, dass andere Staaten vermehrt Erdöl und Erdgas, vielleicht auch Kohle kaufen und damit die CO2-Emissionen ja dann steigen. Was das jetzt im Umkehrschluss heißen soll, wir sollen also jetzt wie blöde Kohle, Öl und Gas verbrennen und damit das Klima schützen, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Oder sollen wir es einfach nur aufkaufen und in den Keller stellen, was wahrscheinlich die beste Variante wäre. Also ich habe es nicht so ganz verstanden. Ja. So, der zweite Punkt ist der, er hat dann wieder mal gesagt, ja, und je mehr und je schneller wir auf die Elektrifizierung setzen, sprich also auf Elektroautos, Wärmepumpen und so weiter, wir aber nicht genügend Ökostrom haben, desto mehr Kohle wird verbrannt werden. Auch dieses Argument kennen wir schon, auch von ihm und von anderen Stellen. Das ist dieses Argument des sogenannten neuen Verbraucher. Jeder neue Verbraucher, der dazukommt, der kann ja nur mit Kohlestrom versorgt werden, weil ja, es gibt ja nicht genügend Ökostrom und deswegen müsse das ja aus Kohlestrom dann entsprechend gedeckt werden. Das ist natürlich so eine absolute Milchmädchenrechnung und die ist auch schon x-mal widerlegt worden und ich will es auch gar nicht so intensiv diesmal machen, aber ich habe mir so ein paar, und das ist das erste Mal, dass ich für so ein Walk the Dog Video mir Stichpunkte gemacht habe, hier auf meinem Zettel. Ihr seht also, ich brauche eigentlich drei Hände oder eine virtuelle Brille, wo ich mir die Argumente einblenden lasse. Ah, das ist eigentlich eine krasse Idee, so eine virtuelle Brille. Naja gut, lassen wir das. Gut, ich habe einfach mal so ein paar Punkte mir aufgeschrieben und die haue ich jetzt mal raus. Also fangen wir mal an, Punkt Nummer 1. Der Ausbau der erneuerbaren Energien geht nicht schnell genug. Naja, ja, natürlich ist dann noch mächtig was zu machen, aber es geht doch voran. Gerade im Bereich der Photovoltaik in Deutschland geht es kräftig voran. Und wenn man einfach mal auf die aktuellen Zahlen guckt, die habe ich mir geholt aus dem Energy Charts, dann liegen wir im Moment in diesem Jahr bei einem Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung von 60%. 59,6, 60%. Und wenn wir mal nur die letzten Wochen betrachten, was natürlich nicht repräsentativ ist, aber immerhin schon mal ganz interessant ist, dann lag dieser Wert im Juli bei 72,3%. Und wir haben heute den 3. August in den ersten beiden Augusttagen bei 80%, 79,4, glaube ich, habe ich mir aufgeschrieben. Also das zeigt, dass wir Stück für Stück, Woche für Woche oder Tag für Tag, Monat für Monat uns diesem Ziel nähern, unsere Stromversorgung immer mehr auf die Beine von erneuerbaren Energien zu stellen und wie man das auch an Tagen und Wochen macht, in denen eben wenig Wind weht, keine Sonne scheint, dazu in diesem Video auch gleich noch mal ein bisschen mehr. Also, der Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix, der steigt, ja, und lustigerweise, obwohl immer mehr neue Elektroautos auf die Straßen kommen und obwohl immer mehr Wärmepumpen gebaut werden.
So, das heißt also, diese Aussage, je mehr Elektroautos, desto mehr Kohlestrom passt vorne und hinten nicht zusammen. Ich habe das neulich erst in einem kleinen Wortgefecht, nenne ich es mal, mit einem unserer Zuschauer auch nochmal argumentativ entkräften können, dass wir in den letzten Wochen und Monaten noch nie so wenig Kohlestrom erzeugt haben, ja, wie eben jetzt, was ja eigentlich gar nicht sein dürfte. Ja, wenn man sich so den allgemeinen Sprech anschaut, dann dürfte das eigentlich gar nicht sein. Wir hätten auch schon längst Zusammenbrüche des Stromnetzes erleben müssen. Ist alles nicht passiert, nicht mal ansatzweise. Dann habe ich mir einfach mal, zweiter Punkt, heute früh die Zahlen, die CO2, den CO2-Strommix des deutschen, ich nenne es jetzt mal Teilnetzes der Europäischen Union angeschaut. Ja, wir sind ja in einem europäischen Verbundnetz und der Teil Deutschland lag heute früh um 4 Uhr. Da war also noch keine Photovoltaik am Netz und relativ wenig Wind. Ja, 4 Uhr, da läuft die Industrie noch nicht. Ist einfach mal so ein Wert rausgegriffen, hat nichts mit Cherrypicking zu tun. Können wir gerne auch zu jedem anderen Zeitpunkt machen, kriegen wir natürlich andere Zahlen. Ich habe es einfach mal gemacht, da lagen wir heute früh bei 268 Gramm. Warum habe ich diesen Wert rausgenommen? Weil ich heute Nacht mein oder zu der Zeit auch mein E-Auto geladen habe und zwar einfach mit Strom aus dem Netz. Wir fahren heute Richtung Sachsen, machen mal ein paar Tage Sachsen und genau 268 Gramm pro CO2, pro Kilowattstunde. Jetzt komme ich schon selber durcheinander. Und das sind, wenn man das jetzt mal umrechnet, 5,36 Kilogramm CO2 pro 100 Kilometer. Ich habe einen Verbrauch von, was habe ich denn da angerechnet? 20 Kilowattstunden? Ja, ich glaube. Was habe ich denn da eigentlich gerechnet? Doch, ich habe mit 20 Kilowattstunden gerechnet. 5,36. Ich muss echt mal gucken, ob ich das, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Was habe ich denn heute früh gerechnet? Dieser Wert 268 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom war der Höchstwert der letzten 24 Stunden. Also vielleicht nicht kein Cherry-Picking-Wert. Ja? Ich überlege, ich muss noch mal, ich kann jetzt leider nicht nachrechnen. Aber 10 habe ich nicht angenommen. Ich habe bestimmt 20 angenommen. So. Also auch das heißt, dass unser Strommix, so wie wir ihn jetzt schon haben, ja, auch mit Importen aus Norwegen, da war vielleicht auch Import aus Frankreich dabei. Wie gesagt, wir sind in einem europäischen Verbundnetz. Für so einen Punkt, wo noch nicht die Photovoltaik im Netz war und relativ wenig Wind, ist gar nicht mal so schlecht. Also diese Panik, die kann ich überhaupt nicht verstehen. Doch, ich habe mit 20 Kilowattstunden gerechnet. Das kommt hin. Ja, das kommt hin. Genau. Also auch hier könnte man sagen, also mehr Kohlestrom nur um das E-Auto zu laden, ich weiß nicht. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Nächster Punkt. ETS und ETS2. Auch darauf haben wir schon oft und immer öfter hingewiesen, dass mehr Elektroautos oder mehr Wärmepumpen oder insgesamt mehr Stromverbrauch nicht zwangsläufig dazu führen darf, dass mehr CO2 von der Energiewirtschaft emittiert wird. Ja, also der europäische Emissionshandel, der ETS, aber auch jetzt der erweiterte ETS2, der ja dann auch den Verkehr mit reinnimmt und die Wärme und ab nächstem Jahr auch den Abfall, der deckelt die CO2-Emissionen. Das ist ein komplexes System und die Zusammenhänge, die sind nicht so eins zu eins, aber grundsätzlich ist es so, dass die Emissionen der Energiewirtschaft eben nicht durch die Decke gehen können, nur weil vielleicht morgen 1 Million Elektroautos auf die Straße kommen, was natürlich so auch nicht passieren wird. Das heißt aber auch wieder, dass die Aussage von Herrn Sinn in dem Fall tatsächlich mal, Achtung, kein Wortwitz, keinen Sinn ergibt, denn das ist nicht erlaubt, das darf nicht passieren. Diese Ziele sind ja auch gerade nochmal nachgeschärft worden und zwar spürbar. Und das wiederum bedeutet nochmal eine, ja, ein, also man könnte sagen, das ist eine Unterstreichung dieser Aussage, dass die Aussage, die er trifft, so nicht eintreten wird und auch nicht kann. Das würde ja auch implizieren, dass man eventuell in Deutschland neue Kohlekraftwerke baut, um Strom für Wärmepumpen und Elektroautos zu haben. Dazu wird es nicht kommen, ja, garantiert nicht. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, mehr Kohlestrom oder so aus dem benachbarten europäischen Ausland zu importieren. Auch das wird nicht funktionieren. Ja, das heißt, das
kann so nicht eintreten. Also das gibt physikalisch keinen Sinn. Das klappt nicht. So. Auf China komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich höre jetzt schon einige rufen und in die Tasten hauen. Ja, aber in China. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Dann haben wir natürlich immer wieder diese Diskussion, die er ja auch bringt, von wegen, wenn wir uns eben von den fossilen steuerbaren und regelbaren Erzeugern verabschieden, dann wird das alles nicht funktionieren. Ihr kennt seine berühmte, ich weiß nicht, ob das eine Rede war oder sowas, Energiewende ins Nichts. Die Bundesregierung, sprich Minister Habeck, hat, war das gestern? Ich glaube, das war gestern, verkündet, oder ja, was heißt verkündet, auf einer Pressekonferenz halt berichtet über die Verhandlungen mit der EU zum Aufbau von steuerbaren Erzeugern, die perspektivisch erneuerbare Energien verwenden. Da geht es hauptsächlich um Gaskraftwerke, aber nicht nur um Gaskraftwerke, 30 Gigawatt neue Gaskraftwerke bzw. umzubauende Gaskraftwerke. 30 ist der erste Schritt, 30 Gigawatt Erzeugungskapazität. Davon, ich glaube, was war das, 9 Gigawatt nur H2-Kraftwerke und dann abgestuft auch noch Gaskraftwerke, die so umgerüstet werden, dass sie zukünftig mit Wasserstoff funktionieren können. Das heißt, man würde ja wahrscheinlich hauptsächlich bestehende Standorte nehmen und die nachrüsten oder umbauen und auch noch ein Teil Biomethan, also Methan-Biomethan. Hier wird zum Teil auch erstmal blauer Wasserstoff zum Einsatz kommen müssen. Blauer Wasserstoff ist also überwiegend aus Erdgas gewonnener Wasserstoff, bei dem die CO2-Emissionen dann abgetrennt werden. Und ja, das mag einem nicht gefallen, aber ich habe es neulich schon mal gesagt, wir müssen mit dem Aufbau dieser Infrastruktur, dieser Erzeugungskapazitäten tatsächlich jetzt loslegen. Denn wir können ja nicht warten, bis wir erst 100% grünen Wasserstoff haben, sondern wir müssen im Prinzip schon früher starten, damit die Infrastruktur da ist. Das ist bei der Ladeinfrastruktur ja genau das Gleiche. Wenn wir da gewartet hätten, bis wir 100% grünen Strom haben, dann würde das jetzt noch mindestens 10 Jahre dauern. Also von daher ist das ein Ansatz, der einem nicht gefallen wird, aber oder der vielen nicht gefallen wird, aber den ich zumindest für nachvollziehbar erachte. So, also das heißt auch dieses Argument, wir haben ja keinerlei Speicher, wir haben keine Steuer oder keine regelbaren Erzeuger, die die schwankende Erzeugung aus Wind und Sonne, das war ja auch so ein Punkt, den Herr Sinn kritisiert hat, ist das so ein typisches Totschlagsargument, ne? Stichwort Flatterstrom, wo wir halt zeigen, wir arbeiten daran, dieses System, das sich immer mehr auf erneuerbare Energien stützt, ich nenne jetzt mal den Begriff grundlastfähig zu machen, auch wenn dieser Begriff hier so nicht stimmt, weil es diese sogenannte Grundlast ja nicht mehr gibt. Eigentlich seit die erste erneuerbare Energienanlage ins Netz eingespeist hat, gibt es diesen Begriff eigentlich so, kann man diesen Begriff so eigentlich nicht mehr verwenden, sondern wir reden eigentlich von verbleibender Last im Netz, der Residuallast. So, dann China. Ganz kurz nur. Also da verweise ich jetzt mal auf einen Podcast vom Sascha Pellenberg. Metacheles heißt dieser Podcast, hörenswert. Und da gibt es eine Folge, wo er genau darüber spricht und vielleicht mal ein bisschen für Klarheit sorgt, wenn es um China geht. Wir lesen ja immer nur, ja, aber in China geht jede Woche neues Kohlekraftwerk ans Netz und das sind die Waren. Ja, man muss dann aber zwei Dinge beachten und das nur so viel eben dazu. A, das heißt ja nicht, dass diese Kohlekraftwerke auch laufen. Kann man sich mal schön angucken, wann die denn überhaupt zum Einsatz kommen. Und B, stellt er mal, und das finde ich ganz hervorragend, mal klar, wie viel Kapazität, erneuerbaren Kapazität in China derzeit pro Jahr aufgebaut wird. Das ist pro Jahr mehr als in den großen westlichen Industrieländern zusammen. Ja, da sind die 9 Gigawatt, die wir, oder vielleicht 10, die wir in 2023 schaffen in Deutschland, man könnte fast sagen, ein Fliegenschiss dagegen. Ich weiß, dass in China solche Projekte mit Sicherheit an einigen Stellen
vielleicht nicht sozialverträglich sind und sicherlich auch, man kann das ja auch mit dem, was war das, 3 Schluchten oder 7 Schluchten Projekt vergleichen, nicht unbedingt auch immer 100% umweltverträglich sind. Wenn wir aber, wie bei uns in Deutschland, schon Nachbarschaftsstreitigkeiten ausüben müssen, weil ein Nachbar, den Fall habe ich jetzt, von einer von uns gebauten PV-Anlage an einigen Tagen im Jahr mal für eine Stunde sich geblendet fühlt, ich sag's jetzt mal so, kann sein, dass es so ist, aber und wenn man darum streitet, um sowas streitet, ja, um sowas schon streitet, dann hat man die Brisanz der Thematik nicht verstanden. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Also das eine kann es nicht sein und das andere sollte es nicht sein. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass wir nicht nur unsere Handys und Laptops in China bauen lassen und dass dafür einfach Energie dort verwendet wird. Ich meine, wir können ja auch die Fabriken hier bauen. Okay, dann darf sich bitte keiner über den Platzverbrauch, den Energieverbrauch und vor allem die Preise dann wundern, die dann aufgerufen werden. Man muss hier den Blick einfach offen halten. Gut, so viel aber zu China. Ansonsten verweise ich auf diesen Podcast. Und dann gibt es auch noch, glaube ich, einen Podcast geladen, diese Serie geladen. Und da gibt es eine Episode zum Thema PV und wie viel PV in den nächsten Jahren an Kapazität zur Verfügung stehen werden. Und dass wir in nicht allzu langer Zeit weltweit pro Tag 1 Gigawatt an PV aufbauen werden. Ja? Und 1 Gigawatt, das entspricht zu etwa 1 Megawatt pro Tag. Reicht das? Das war, glaube ich, sogar mehr. Also wir brauchen uns da eigentlich keine großartigen Sorgen zu machen. Nur so viel dazu. Aber jetzt habe ich alles durch, was hier steht. Kann ich meinen Zettel jetzt wegpacken. Also ihr seht, das sind die Argumente der, ich sag mal, der anderen Seite. Ja? Die Zahlen sprechen im Moment einfach eine andere Sprache. Ja? Also wir haben immer mehr E-Autos, Plug-in-Hybride, immer mehr Wärmepumpen drin. Übrigens über das Thema Klimaanlagen spricht irgendwie auch wieder kein Mensch. Ja? Könnte man genauso sagen, die laufen alle mit Kohlestrom, aber gut, anderes Thema. Also die Zahlen sprechen einfach im Moment eine andere Sprache. Die zeigen etwas anderes. Die zeigen genau das Gegenteil davon. Ja, sie zeigen, dass trotz zunehmender E-Autos und zunehmender Wärmepumpen unser Strommix immer grüner wird. Und insbesondere hat es so einen Kick nach oben gegeben nach dem Abschalten der letzten Atomkraftwerke. Und die Preise sind auch nicht durch die Decke gegangen und die Versorgungssicherheit hat auch nicht darunter gelitten. Jetzt kommt bitte keiner von wegen, ja, weil Frankreich, ja, darüber haben wir auch schon gesprochen, ja. Nee, nicht weil Frankreich, kommt nicht mit diesem Argument, ja. Das hat damit nicht allzu viel zu tun, habe ich auch schon drüber gesprochen, findet ihr auch genügend Informationen dazu im Netz. Und apropos dazu, nur mal so, Steve und ich kriegen ja eine Menge Zuschriften und Kommentare. Und dann wird immer gesagt, ja, dann beleg doch mal das und das. Und dann schreibe ich immer drunter, ja, ich habe gar nicht die Zeit, immer alles zu beantworten. Geht überhaupt gar nicht, Steve erst recht nicht. Und dann schreibt man eben auch mal drunter, einfach mal ein bisschen selber googeln. Und dann kommt immer, ja, war ja klar, dass man von euch keine Aussagen kommt. Ja, das kam letztens zum Leasingpreis meines Skodas. Ja. Da kam dann diese Diskussion auf, E-Autos nur für Reiche. Da habe ich gesagt, so, ich verstehe das überhaupt gar nicht, was das heißen soll. Mein Skoda kostet oder unser Skoda kostet 88 Euro im Monat. Was hat denn das mit Reichtum zu tun? Das soll ich belegen. Nee, mache ich nicht. Ja, ich mache so eine privaten Dinge hier nicht öffentlich. Ja, es ist so. Und wer es nicht glaubt, hat eben, dann ist es eben so. Ja, Skoda 88, ID 316 Euro Leasingrate pro Monat. Je 12.500 Kilometer. Mehr sage ich aber dazu nicht. Ja. Und dass es so eine Angebote im Moment leider nicht gibt, ist mir auch klar. Es ändert aber nichts daran, dass es eben bei uns so ist. Punkt. So, aber das nur am Rande. Die Emissionen gehen auch nicht durch die Decke. Ist auch nicht eingetreten. Die Versorgungssicherheit. Ich weiß nicht, ob bei euch Stromausfall war in den letzten 12, 18 Monaten. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Und wenn ja, auch wodurch der Stromausfall kam. Vielleicht waren es ja Bauarbeiten. Ja, also diese Argumente, die verfangen nicht. Die verfangen einfach nicht. Und wir müssen uns immer auf den aktuellen Strommix beziehen. Und da spielt es überhaupt gar keine Rolle, welche Verbraucher da am Netz sind. Man muss einfach gucken, wie ist der Mix jetzt? Oder wie ist er in der letzten Woche, im letzten Monat, im letzten Jahr? Und alles andere ist uninteressant. Durch wer da Strom verbraucht, spielt keine Rolle. Und ich werde mir mit Sicherheit keinen Barrel Öl kaufen, was ich mir in den Garten stelle,
damit es nicht irgendwo anders verbrannt wird. Ja, sondern wir müssen einfach diese Technologie so voranbringen und so schnell entwickeln, dass die anderen Länder, und das ist halt der springende Punkt, gar kein Interesse daran haben, dieses Zeugs zu benutzen, weil die andere Technologie eben so viel günstiger ist. Und jeder, der eine PV-Anlage hat zum Beispiel, der kann es ein bisschen nachvollziehen. Und ja, vielleicht das noch als Letztes, die Strompreise werden morgen nicht sinken. Ich habe eher die Prognose, dass die Strompreise noch längere Zeit hoch bleiben werden, aufgrund einfach des benötigten Ausbaus der Netze und der Speicher. Das ist einfach so, das ist der Preis, den wir alle zu bezahlen haben. Wir haben einfach in den letzten 20, 30 Jahren, waren wir in dieser Hängematte der billigen fossilen Energie. Und ja, dieser Traum ist ein Stück weit ausgeträumt, muss man einfach mal so sagen. Also, so viel zu dem Thema Sinn oder Unsinn, zu diesen Aussagen. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Wir werden jetzt mit dem E-Auto nach dem Frühstück mal Richtung Dresden uns aufmachen. Eine Sache wollte ich noch sagen. Mann, ich habe es jetzt echt vergessen. Aber das wollte ich noch anfügen hier. So viel gehört dazu. Mein Zettel hat ja noch eine zweite Seite, aber keine Sorge. ich habe noch mal dieses Thema, ganz gut, ich mache es jetzt ganz schnell. Ja? Also wie viel CO2 entsteht bei einem Benziner, Diesel und bei einem E-Auto? Habe ich nochmal nachgerechnet, weil er ja sagt, wir fahren ja nur mit Braunkohle. Ja? Also wenn ich mit dem Diesel fahre, ihr habt unseren Livestream gesehen. Ich bleib mal hier stehen, weil da fährt jetzt gerade die Feuerwehr gleich vorbei. Eine Nachbarin von uns, die ins Krankenhaus gebracht werden muss. Ich wünsche ihr alles Gute. War ein bisschen aufregend heute früh. Wenn ich mit dem Diesel, der typische Diesel 7 Liter, ja, ihr erinnert euch an den Stream, der Wert kommt jetzt nicht von uns, sondern der kommt vom Bundesverkehrsministerium. Und auch wenn dein Diesel weniger verbraucht, dann ist es eben trotzdem so, dass andere mehr verbrauchen. Also Diesel, und jetzt, ich habe jetzt mal mit Vorkette gerechnet, ich erkläre euch auch gleich warum. Also Diesel mit Vorkette. Vorkette habe ich immer 15% angenommen. Es gibt auch Werte, die 20% nehmen. Diesel mit Vorkette 21,4 Kilogramm CO2 pro 100 Kilometer. Benziner 20,9 Kilogramm CO2 pro 100 Kilometer. Elektroauto im Strommix, hatte ich vorhin gesagt, heute früh etwa 5,5 bis 6 Kilogramm pro 100 Kilometer. Elektroauto mit 100% Braunkohlestrom. Ich habe jetzt mal tatsächlich Braunkohle genommen. Das sind 1100 Gramm. CO2 pro Kilowattstunde sind 22 Kilo. Ja, das Elektroauto ist schlechter. Ja, wenn wir denn nur Braunkohle im Netz hätten. Da werdet ihr keinen einzigen Tag und keine einzige Stunde finden in den letzten Jahren, in denen wir nur Braunkohle im Netz haben. Und dann noch zwei Dinge dazu. Punkt Nummer 1. Ich beziehe mich jetzt mal hier auf Brandenburg-Sachsen. Ja, ich habe es x-mal schon gesagt. Die Braunkohlekraftwerke tragen hier auch zur Wärmeversorgung bei. Wenn ich müsste also fairerweise von diesen 1100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom, müsste ich eigentlich die eingesparten Emissionen aus der ausgekoppelten Fernwärme rausrechnen. Tue ich nicht. Müsste ich aber machen. Ja? Da hängen tausende Wohnungen dran und Betriebe, die dort Fernwärme bekommen. Kann man nicht wegreden. Ist so. Wenn ich das wegmache, dann muss ich zusehen, wie diese Haushalte an Wärme kommen. Ja? So, Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2. Ich habe gesagt, 20 Kilowattstunden Strom auf 100 Kilometer. Er hat ja gesagt, von wegen, ne, E-Autos, so viel Strom, mehr Kohle. Wenn ich mit dem Verbrenner fahren würde, die Strecke, hätte ich auch Strom verbraucht. Weil dieser Kraftstoff ja irgendwo auch hergestellt werden und transportiert werden muss und bereitgestellt werden muss. Das heißt also, ich kenne den Unterschied zwischen Strom und Energie, ist mir schon klar. Aber egal, ob jetzt viel oder wenig Strom gebraucht wird, um einen Liter Benzin mir bereitzustellen in der Tankstelle, es wird Strom benötigt. Da kommst du nicht drum rum. Ja? Das heißt, ich müsste also eigentlich das auch noch mit in die Rechnung reinbeziehen. Und die Energie, also zum Beispiel fürs Cracken des Öls und für den Transport auf den Frachtern, diese CO2-Emissionen, die müsste ich eigentlich auch wieder dem E-Auto gutschreiben. Habe ich aber nicht gemacht, denn ich habe beim Benzin und Diesel die Vorkette mit dazu genommen. Und das, was ich eigentlich abziehen könnte von diesen 1100 Gramm, lasse ich jetzt einfach mal drin. Und da seht ihr, das E-Auto ist, wenn es mit Braunkohlestrom gefahren wird, nicht schlechter als der durchschnittliche Benziner oder vor allem Diesel. Aber dieser Fall tritt ja so nicht ein.
Und den Benziner und Diesel, den kann ich eben nur mit Benzin und Diesel betreiben. Das geht nicht anders. Aber das E-Auto fährt halt im Mix auch mal mit anderen Energien. Und von daher mache ich mir da gar nicht so eine Gedanken. So, der Kollege hier hat auch noch angehalten und festgestellt, dass hier eine grüne Fußgängerampel ist, sodass ich jetzt lebend nach Hause komme. So, ihr Lieben, das war es jetzt erstmal an der Stelle. Und ich freue mich sehr auf die Tour. Habe mir auch noch die App von Sachsen Energie runtergeladen. Da kann man ein bisschen günstiger laden. Freue ich mich drauf, bin sehr gespannt. Dresden ist eine tolle Stadt. Wir freuen uns schon drauf, mal ein bisschen was zu sehen. Und ansonsten an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.